Servus zusammen, mein Name ist Sigi Eichhorn. Ich bin Fotograf, stehe hier am Ammersee und möchte euch in diesem Video einmal etwas Neues zeigen. Und zwar möchte ich mit einem einzigen Foto Wolkenzieher aufnehmen. Also dramatische Wolkenzieher, die von da vorne hier über mich drüber ziehen. Und jetzt kommt es darauf an, wie macht man sowas? Ich nehme euch mit und versuche es so einfach wie möglich zu erklären. Als erstes gehe ich mal darauf ein, was braucht man dazu? Zum einen braucht man Wind. Wind und Wolken. Und das ist heute beides gegeben, deswegen stehe ich auch hier. Zum zweiten braucht man eine Kamera, ein Stativ und ND-Filter. ND-Filter deswegen, dass man lange belichten kann, dass man auch wirklich diese Wolkenzieher erwischen kann. Wenn ihr jetzt eine Langzeitbelichtung macht, die ich ja gewöhnlicherweise mache, nur so 15 Sekunden, 30 Sekunden lang, dann glättet man zwar das Wasser, aber die Wolken bewegen sich eigentlich kaum. Bei so einem Wolkenzieher, wenn er richtig dramatisch daherkommen soll, braucht ihr mindestens eine Minute, wenn nicht auch zwei. Aber jetzt in Kombination mit ND-Filtern, vielleicht auch mit zwei ND-Filtern, wird das Ganze jetzt schon viel, viel komplizierter. Und da gibt es Hilfsmittel, die Belichtungszeit zu errechnen, wenn man kein Mathe-Genie ist, so wie ich. Ich bin eher Künstler. Aber da bediene ich mich einer App, die zeige ich euch. Die habe ich mir mal für 5, 6 Euro runtergeladen auf mein iPhone. Und da führe ich euch mal durch, wie ihr die richtige Belichtungszeit einsetzt. Weil man kann natürlich auch erstmal rumprobieren und Fotos machen, aber da geht halt verdammt viel Zeit drauf. Wenn ihr eine oder zwei Minuten belichten wollt und die Sonne geht halt relativ schnell unter, da könnt ihr auch mal ganz schnell das Bild verkacken. Deswegen, die Berechnung muss passen. Und zu Anfangs ist es so, ich stelle meine Kamera immer aufs Stativ in dem M-Modus und wähle erstmal die korrekte Belichtung. Das könnt ihr aber auch in einem Automatikmodus machen, im Arm-Modus zum Beispiel, dass die Belichtung passt. Also der Himmel sollte nicht ausbrennen, das Bild sollte nicht zu dunkel sein. Jetzt gehen wir mal in meine Kamera rein und schauen uns das Ganze an, wie ich es mache. So, jetzt schaut her. Ich habe hier das Histogramm mir zur Hilfe genommen, um die Belichtungszeit zu wählen. Ich bin ja auf 1/80 auf einer 9er Blende und ISO 100. Und jetzt geht es weiter, da mit zwei Filtern eine schöne Belichtungszeit hinzukriegen. Beim Sonnenuntergang sollte man jetzt auch nicht allzu lange trödeln, weil die Lichtsituation verändert sich mit jeder Minute. So, und jetzt spanne ich erstmal hier einen 1000er ND-Filter vorne als erstes rein in den ersten Slot. Also in den 1000-fach oder ND 3.0 werden die auch genannt. Und jetzt habe ich nochmal einen ND 8, genau. Den spanne ich jetzt auch nochmal davor. Also einen 1000-fachen und einen 8er. So. Jetzt haben wir eine richtig schöne Sonnenbrille vorne auf dem Objektiv. Und jetzt ist mein Display auch pechschwarz mit dieser Einstellung. 1/80 F9 und ISO 100. Also, jetzt kommt die eigentliche App. Mein Hilfsmittel, wenn schnell gehen muss, nehme ich die zur Hand. Die App Long Exposure fürs iPhone, die habe ich mir mal irgendwann für 6 Euro runtergeladen. Wenn man da reingeht, kann man jetzt als erstes unter Meter seine Einstellungen, die ich ja vorhin mir gemerkt habe, eingeben, also ohne ND-Filter. Jetzt schaue ich aber noch mal rein, dass ich keinen Schmarrn rede. 1/80, 1/80, F9 und ISO 100. So, und im nächsten Schritt kann ich hier ND-Filter dazufügen. Und die App ist ziemlich cool, weil ich kann hier zwei ND-Filter oder auch einen Polfilter mit ins Bild oder mit dazufügen zur Berechnung. So, jetzt bin ich beim zweiten Reiter Filters. Jetzt gebe ich eben ein ND 1000, das ist der erste. Und der zweite ND8. Und jetzt zeigt mir die App, 1 Minute 40 muss ich belichten, um hier eine ordentliche Belichtung hinzukriegen. So, jetzt sind wir beim nächsten Problem. 1 Minute 40 geht auch wieder nur mit einem Fernauslöser. Den schraube ich jetzt drauf und mache das Bild. So einfach ist es, oder soll es zumindest sein. Bei so Aktionen ist es immer sinnvoll, vielleicht auch mal Ersatzbatterien mitzunehmen, wenn man so lang belichten möchte. Weil die Batterien halten ja auch nicht wochenlang in diesen Teilen. Im nächsten Schritt muss ich jetzt hier in Bulb-Modus gehen. Da drehe ich jetzt einfach den Shutter hier weiter, bis hier ein B steht. Und jetzt bin ich hier an meinem AOD-LAN hier auch im Bulb-Modus und starte jetzt einfach die ganze Nummer für wie viel? 1 Minute und 40. Jetzt bin ich bei 1 Minute 40 circa angekommen. Ich stoppe die Nummer jetzt. Boom!
Also das war jetzt auf jeden Fall eine Methode, Zeit zu sparen mit dieser App. Für Android heißt diese App ND Expert. Und hier funktioniert es genauso. Man stellt die Belichtungszeit ein, fügt die ND-Filter dazu und ihr seht hier, 1 Minute 42 wird belichtet. Ihr seht, so ein Bild zu machen ist keine Unmöglichkeit. Ihr braucht halt ND-Filter, möglichst starke, damit ihr lang belichten könnt. Kamera, Stativ und ein Fernauslöser. Ich habe heute ein Kase-Filtersystem dabei. Das hat mir der Robert Freitag ausgeliehen, der hier auch gerade am Ufer steht und auch ein Personal Coaching im Bereich Fotografie gibt. Schaut mal auf seine Webseite vorbei, die heißt silentminute.de. Das war jetzt Werbung für ihn, dann wird er sich freuen. So, und jetzt kommt das Filtersystem. Ich habe hier von Kase dieses magnetische Filtersystem, welches es seit kurzem zu kaufen gibt. Habe es heute auch das allererste Mal in der Hand. Und als allererstes hier vorne drauf ist ein ND64, der ist magnetisch, der kommt hier drauf, zack, auf den Filterhalter drauf gedrückt, ist gleichzeitig ein ND64 und Polfilter. Der Polfilter dient ja dazu, die Spiegelung so ein bisschen oder die Reflexion aus dem Wasser rauszunehmen. Den werde ich jetzt erstmal verwenden, um die Spiegelung zu eliminieren. Beziehungsweise diese Reflexion, ich verspreche mich da ja immer, so sieht es gut aus. Okay, und um jetzt eine wirklich, wirklich lange Belichtungszeit durchzuführen, klemme ich jetzt hier noch einen ND1000 vor den 64-fachen dazu. Und der ist richtig dunkel, das ist hier in dem Fall ein 150 mm Filter mal 100. Bam, den klemme ich einfach so mal drauf. Ich zeige es euch mal aus der Nähe, wie das aussieht. Der Filter wird auch nicht mehr reingeschoben von oben. Ich zeige es euch nochmal, sondern einfach so draufgepappt. Das ist eigentlich ziemlich easy. Ich habe auch von ihm vorhin erfahren, da kann man noch andere Filter draufspannen. Also bis zu 3 Filter hält dieses magnetische System aus. Und ich glaube tatsächlich, das ist auch die Zukunft, weil es sehr, sehr komfortabel und sehr schnell geht. Vor allem, wenn es so kalt ist wie heute, da frieren einem nicht die Finger so ab. Okay. Und jetzt, um diese Langzeitbelichtung durchzuführen, wie immer hier über meinen Fernauslöser. Im Bulb-Modus, den stelle ich jetzt auf 6,5 Minuten oder 7 Minuten. Muss mal überlegen, ich hole mal schnell. Der steht jetzt hier im Bulb-Modus. Ich stoppe den dann einfach jetzt, sagen wir mal, nach 7 Minuten. Weil das Licht hat sich schon wieder ein bisschen verändert im Vergleich zu vor 2 Minuten. Und dann starten wir die Sache. Manuell habe ich den Steg anfokussiert. Und ganz wichtig, was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt meine Sensorstabilisierung gar nicht rausgenommen und die Kamera erkennt tatsächlich in Verbindung mit diesem G-Master-Objektiv, dass die Kamera auf dem Stativ steht und schaltet mir diese Sensorstabilisierung automatisch aus. Also ich bin mir 100% sicher, es gibt hier kein verwackeltes Bild, selbst bei 6,5 oder 7 Minuten. Echt interessant. Und jetzt ist halt die Frage, warum mache ich hier überhaupt eine 6-Minuten-Belichtung? Einfach aus Neugier, weil das Licht gibt jetzt nicht allzu viel her. In den Wolken ist auch kaum Kontur. Aber vielleicht wird es ja trotzdem was Besonderes. Vor allem auch, wenn man dann in Lightroom, das zeige ich euch vielleicht auch nachher, einen Dunstverlaufsfilter von oben reinzieht und die Wolkenstruktur noch mehr herausarbeitet. Also das wird ganz interessant, da bin ich mal gespannt. Ja, jetzt läuft die Kamera durch, 6,5 Minuten. Und ich gehe mal ganz kurz eine Trinkpause einlegen. Ich kann euch auch sagen, ich werde nachher nochmal auf die andere Seite des Ammersees fahren, also genau auf die gegenüberliegende, vielleicht da zu der Wurzel oder zum anderen Spot, weil das hat dann die Auswirkung, dass die Wolken direkt auf mich zuziehen und das macht dann für mich wiederum ein dramatisches Bild aus. Das ist jetzt hier eher verträumt, ruhig, aber ich glaube echt, wenn die Wolken auf einen zuziehen, dann bam, ist das schon geil. Sonnenuntergang werden wir heute nicht kriegen, aber scheißegal, zum Üben ist es super, super gut. Und auch hier die korrekte Belichtungszeit habe ich auch wieder in der App, die ich euch vorhin gezeigt habe, berechnet. Macht auf jeden Fall Sinn. So, jetzt ist gleich soweit. Ich bin jetzt auf 6 Minuten 50. Bei 7 stoppe ich das Ding. 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, 7 Minuten. Bam! Okay, das war eine richtig lange Belichtungszeit. Boah, ich schaue es mir nochmal an.
Ein ganz schöner Wolkenteppich, Freunde. Aber dadurch, dass diese 7 Minuten Belichtungszeit ist, das Wasser wirklich spiegelglatt. Was mir jetzt auffällt, ist, dass das Boot da vorne, was angelegt ist am Steg, das ist natürlich verschwommen. Aber das macht nichts. Das schaut für mich trotzdem sehr interessant aus. Und das war jetzt mal echt ein netter Versuch, hier mal das auszuprobieren. Und wenn ich hier in mein Display länger als 2 oder 3 Sekunden reinschaue, dann weiß ich, dass mir auf dem Rechner das Bild auch richtig gut gefällt. Und was gefällt mir jetzt hier? Eher weniger die Wolkenzieher, weil das ist eigentlich ein Wolkenteppich, der im V davor fliegt, sondern eher auch die Spiegelungen, die sich hier auf dem Wasser ergeben. Das schaut schon fast surreal aus. Irgendwie so, boah, einfach geil. Gefällt mir. Das war echt ein cooler Versuch. 7 Minuten, also mit ND 1000 und ND 64 dieses Bild zu machen. Danke, Robert, für die Leihgabe von dem Filter jetzt gerade. Jetzt habe ich Bock, nochmal hier vorne auf dem Steg das Bild zu machen. Und zwar nur mit dem ND 1000. Und da werde ich so circa auf 20 Sekunden oder sowas landen. Schau mir hier kurz rein. Der Steg hier ist auch ziemlich geil, weil er irgendwie abgebaut ist. Ist ja hier eigentlich so ein Dampfersteg, wo im Sommer die Schiffe anlegen. Aber der ist gerade im Bau. Oder schon länger abgebaut. So, und um jetzt den Unterschied mal zu sehen, wie es auf 20 Sekunden aussieht, habe ich jetzt nur den ND 1000 drin. Also den 64er, den runden habe ich raus, nur den ND 1000. Habe hier vorne gerade scharf gestellt und mache das Ganze jetzt auf einer 7er Blende 20 Sekunden lang mit dem Selbstauslöser. Den Fernauslöser habe ich hier gerade abgemacht, den brauche ich jetzt nicht mehr bei der kurzen Zeit. Und dann sehen wir gleich mal, was der Unterschied tatsächlich ist zwischen einem 7-Minuten-Bild und einem 20-Sekunden-Bild. Ist es ein gravierender Unterschied? Ja, mit 20 Sekunden sieht man ganz deutlich diese schönen Wolkenstrukturen. Also, es ist Geschmackssache, man kann so oder so machen, hängt auch immer von der Lichtsituation ab und den Wolken. Gut, das war der Versuch, jetzt geht's für mich mal weiter. Nur wenige Kilometer von dem Steg, an dem ich gerade stand, bin ich jetzt hier am südlichen Zipfel vom Ammersee angekommen. Und diesen Baum möchte ich hier gern aufnehmen. Also der ist nicht wirklich groß, ihr könnt ja sehen, keine Ahnung, 2 Meter hoch oder so. Ich stehe hier gerade mit Gummistiefeln im Wasser, war relativ kalt. Wetter ist beschissen, Freunde. Aber ich habe auf das Wetter hier gewartet, um den Baum hier aufzunehmen. Vorteil jetzt gerade im Winter ist, dass hier keine Boote zu sehen sind. Das heißt, hier wackelt nichts rum. Ich kann hier wieder eine Langzeitbelichtung durchführen. So, und dadurch, dass der Baum sehr, sehr klein ist, werde ich höchstwahrscheinlich auf 14 mm fotografieren und von unten wirklich den nach oben hin fotografieren, dass er einfach in den Himmel reinragt, dass der mächtig aussieht und ungewöhnlich einfach aussieht. Ja? Und das kann ich mir echt ganz gut vorstellen, hier aus der Perspektive, hier so seitlich, weil von hier, hier mal durchwarten, wenn ich darüberwärts fotografieren würde, hätte ich da diesen anderen Baum und das Gebüsch da im Bild, das macht keinen Sinn. So probiere ich es jetzt mal mit 14 mm, stecke mein Stativ wieder mal ins Wasser, hoffe, dass alles gut geht. Ich glaube, da oben sehe ich die Sonne, die kommt tatsächlich gerade raus, gerade hat es noch richtig schön geschneit hier. Oh, eine Süffe. Oh, okay. Schönes, ihr seid wieder live dabei. Ich war hier noch nie an dem Spot, ich habe den noch nie fotografiert. Das ist jetzt Premiere. Und Premiere bei dem denkbar ungünstigsten Wetter. Weil das ist eigentlich im Sommer ein sehr, sehr schöner Sonnenaufgangsspot, weil die Sonne da ungefähr aufgeht und dann kann man hier wunderschöne Bilder machen. Aber das wird ja jetzt eher so ein Moody-Bild, sagen ja die Fotografen dazu, Moody. Moody Pictures, vielleicht auch ein Schwarz-Weiß-Bild, kann es noch nicht genau sagen. So, und hier durch den Schnee habe ich sofort Tropfen auf der Linse. Muss jetzt mal schnell sauber machen und suche mir als allererstes hier die Bildkomposition raus. Damit ihr seht, was ich sehe, schraube ich hier wieder meine 360-Grad-Kamera drauf. Damit kann man einigermaßen gut das Display dann auch erkennen. Schau jetzt mal schnell an. Funktioniert insofern gut, wenn die Sonne nicht direkt aufs Display draufballert. Dann sieht man echt nichts. Aber so
könnte das gut funktionieren. So, und jetzt schaue ich mir erstmal die Bildkomposition an. Gehe hier wieder ins Wasser. Oh Gott, die Gummistiefel, die könnten auch ein bisschen höher sein. Ja. Und hier bietet es sich echt an, so ungefähr das Bild zu machen. Ihr seht hier, die Bäume hier rechts will ich nicht mit drauf haben. Und den Baum will ich auch nicht mit drauf haben aus der Position. Also bleibt mir ja nur die hier. Jetzt habe ich nur das eine Thema, wenn ich die Kamera jetzt von unten nach oben neige, wird dieses hässliche Schild da komplett zusammenfallen. Aber das ist dann halt leider so. Damit muss ich leben. Ich will das Schild mit drauf haben, vielleicht auch wirklich die Spiegelung von dem Schild hier auch noch mit im Wasser haben. Könnt was werden. So ungefähr. Also auf 14 mm kann man auch wirklich ganz, ganz nah rangehen. Und dann wird es was. Also alles auf 14 mm. Ich stecke das Stativ wieder schön ins Wasser rein, in die Siffe. Ich könnte mir vorstellen, die Kamera noch tiefer reinzustellen. Aber so wird es hier schon mal ein sehr moody Bild, wenn man es so sagen darf. So, jetzt als erstes fokussiere ich scharf und zwar hier auf den Stamm. Das ist jetzt immer die allererste Geschichte, die mir wichtig ist. Weil wenn ein Bild nicht scharf ist, dann könnt ihr noch so viel mit Filtern rum experimentieren. Schaut dann am Ende scheiße aus. Okay. Gut. Jetzt kommt noch schnell mal ein Filter rein. Das ist möglichst vorsichtig, dass ich die Beine und das Stativ hier nicht in Mittelleidenschaft ziehe. Ich habe jetzt hier den ND1000 wieder drin. So, und jetzt beim ersten Bild wähle ich jetzt mal hier eine 8er Blende und werde auf 10 Sekunden das Bild machen. In den 10 Sekunden wird in den Wolken da oben, also im Himmel, nicht viel passieren. Da bin ich mir sicher. Wir haben sowieso eine fast geschlossene graue Wolkendecke. Da brauche ich jetzt auch keine 6 Minuten wieder zu belichten. Ich muss einfach nur zuschauen, dass das Bild gut ausgeleuchtet ist. Und das ist top ausgeleuchtet. Der Baum hier ist leicht dunkel. Dafür passt der Himmel. Kann ich jetzt eigentlich echt nicht meckern. Ich suche jetzt vielleicht noch mal eine zweite Perspektive, gehe mit der Kamera noch tiefer und bade mein Stativ im 4 Grad kalten Wasser noch mal schön am Ammersee. Das mag's ja. Und es hat jetzt einfach zur Folge, dass ich den Baum wirklich aus dem Wasser rausgehoben habe, was ich eigentlich auch ursprünglich wollte. Das war jetzt ja eigentlich auch der Plan. Jetzt muss ich noch mal ein gutes Stück näher rangehen. Da kommt er halt einfach wuchtiger, fetter. Habe ich meinen Arsch nass gemacht? Nee, hab noch Glück gehabt. Ich komme vor, wenn man konzentriert ist. Okay. Oh Gott, ich sink ja hier komplett ein. Oh, eine Siffe ist es hier wirklich. Kein schönes Wasser gerade. Bam. Himmel sieht gut aus, aber das Motiv ist zu dunkel. Vielleicht kriege ich es mit dem Verlaufsfilter einigermaßen hin. Manche haben ja auch schon gesagt, hey, wieso machst du es nicht in Lightroom oder im anderen Bildbearbeitungsprogramm? Kann man auch machen. Manchmal mache ich es auch noch zusätzlich. Aber ich spiele halt total gern mit diesen Filtern drum, Leute. Und ich kann halt schon vor Ort echt sehen, wie ich das Bild beeinflusse. Und es ist ein geiler Effekt. Kannst sagen, was du willst. Mei, es ist schön. Ganz schön kalt ist es. Bam. Also wenn ich mir jetzt hier auch umgucke, es gibt hier kein weiteres schönes Motiv. Es gibt hier einfach nichts. Es ist einfach dieser Mini-Baum. Das war's. Man
kann sich hier spielen, die Kamera auf einem Quadratmeter bewegen. And that's it. So. Oh, steckt fest. Wie geil. Nichts prägnant Schönes, was man hier zu dieser Jahreszeit zumindest fotografieren kann. Ja, ihr seht, wie klein dieser Baum eigentlich ist. Also alle Achtung an den Fotografen, der den Baum als allererstes hier entdeckt hat. Er ist ja echt versteckt hier. So. Jetzt gehe ich mal weiter rüber ans Ostufer und widme mich da nochmal der Wurzel. Vielleicht kommt da auch nochmal so ein Moody-Bild zustande. Bei den denkbar schlechtesten Lichtbedingungen bin ich mal wieder unterwegs. Macht aber Spaß und das soll einfach zeigen, bei jedem Wetter kann man rausgehen. Außer es stürmt wirklich tatsächlich und schneit. Da muss man schon hardcore drauf sein. Aber so, es ist diesig, bewölkt, geht schon was. Ich habe meinen Spaß, Leute. So, jetzt haben wir hier wieder den Klassiker. Bei diesem Mistwetter werden auch ganz oft Baumstämme angeschwemmt. Und das ist jetzt hier der Fall. Der liegt jetzt hier ziemlich gut an dem Steg. Ich glaube, wenn ich hier auf 14 mm wieder bleibe, kann ich hier dieses U von dem Baumstamm mitnehmen und in Richtung Stegspitze fotografieren. Also das Bild hatte ich jetzt gerade so im Kopf. Vielleicht haut es hin. Ich bin mal gespannt. Jo, bauen wir mal schnell auf. Ich mache es wieder mit dem 14 mm auf jeden Fall. Jetzt habe ich gar keine Chance, das U hier richtig aufzunehmen. Jetzt sehe ich aber was. Der Baumstamm ist zwar massiv schwer, allerdings wackelt er ein bisschen im Wasser. Bei jeder Welle wackelt er. Ah, schade. Ob das was wird mit der Langzeitbelichtung? Und da habe ich höchstens 3 Sekunden sowas belichten, weil alle 1, 2, 3, alle 3 Sekunden kommt eine Welle an. Aber ich nähere mich mal der Geschichte an und schauen wir mal, ob das irgendwie funktioniert. Schwierig, schwierig hier gerade. Ah, es gibt nichts her. Mist. Hab's mir geiler vorgestellt. Ich baue die Kamera mal auf Stativ und dann schauen wir mal. Ja, und jetzt ist auch die Linse natürlich schon nass. Das geht schnell bei Schneeregen. Muss ich mich beeilen. So, jetzt stelle ich mir hier mal die Verschlusszeit ein von 3 Sekunden. Und wenn ich 3 Sekunden lang das Bild machen will, brauche ich hier eine Blende 3. Circa. Oder 4. Sowas, 3,5. So probiere ich mal das erste Bild zu machen. Vielleicht haut es ja sogar hin. Schwierige Geschichte hier. So, Karibik-Feeling kommt jetzt hier nicht auf, aber es ist zumindest mal ein Motiv. Eine weitere Möglichkeit wäre auch noch mal ganz, ganz kurz zu belichten, damit ich diese Wasserschwapper, diese Wasserzieher schön drauf bekomme. Und da muss man einfach jetzt so ein bisschen das Wasser im Auge haben, bam, wann es denn drüber läuft. Also Riesenwellen kann ich hier nicht erwarten. Da kann man auch schon mal gut 10 Fotos oder sowas hiermit vertun, um die Welle einfach in dem Moment zu erwischen, wenn sie an den Baumstamm knallt. Jetzt zum Beispiel. Weil hier ist jetzt doch sehr, sehr trist, alles grau in grau. Ist aber zumindest ein Fotomotiv. Jetzt will ich nochmal hoch auf den Steg. Mal schauen, was ich da rausholen kann. Ja, also wenn hier keine Debris-Stimmung aufkommt, dann weiß ich auch nicht. So, der Schneeregen fängt jetzt auch an, aber ich bin vorbereitet. Ich habe hier die Abdeckung für meinen Blitzschuh. Vielen Dank.
Ich glaube, der Franz König und der Daniel haben mir einen geschenkt. Vielen Dank dafür. Nutze ich jetzt auch sogar. Jetzt lohnt sich's. Sonst schaltet ja die Kamera ab. Haben wir ja in Mallorca gemerkt. Bei Regen, wenn der Blitzschuh nass wird, funktioniert gar nichts mehr. Das Schöne jetzt hier auch auf 14 mm ist, dass der Steg ultra weit aussieht, also ultra lang aussieht. Das ist er tatsächlich nicht. Aber das Objektiv kann was, sage ich euch. So, ich stelle jetzt hier gleich nochmal die Stegspitze schön scharf. Schau eigentlich, dass ich wieder mittig stehe, dass diese Balken hier unter mir nicht schief im Bild erscheinen. Alter, wie schneit. Oh, ist so ein scheiß Wetter. Und dann wähle ich eine höhere Blende. Mal schauen, wie weit ich jetzt gehen kann, ohne Fernauslöser. 30 Sekunden lang F13 mal probieren. Mein ND-Filter ist patschnass. Aber jetzt mache ich das Bild. Ist das geil. Ich werde noch dafür bekannt, bei dem miesesten Wetter immer rauszugehen. Aber auch da macht man einfach dann Bilder, die sonst keiner macht oder die wenige machen. Und da hinten, da gibt es auch ein Wolkenloch. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's nicht. Vielleicht kommt tatsächlich noch ganz kurz die Sonne raus. Ja, da hinten gibt es ein Wolkenloch und das Wolkenloch ist genau vor der Spitze des Steges. Leute! Oh, aber das ist echt schwer, glaubt's mir, wenn es regnet, da kein Schmodder auf der Linse zu haben oder auf dem Filter. Oh, schwierig. Muss ich mich beeilen. Oh, ich habe tatsächlich ein bisschen Kontur im Himmel. Wow. Ich sehe blauen Himmel, Leute. Könnt ihr den sehen da oben? Blau. Alter. Wow. Und da bleibt der Sigi aber hier am Start. Da bewege ich mich jetzt keine 5 mm mehr hier. Ey. Wie geil ist das denn? Was für ein schöner Abschluss ist das wieder? Wie geil. Och, ist das schön. Leute, ich hätte es niemals gedacht, dass jetzt nochmal der Himmel aufreißt. Und ich bin am Start. Ey, vor 10 Minuten hat sie ausgeschaut wie Weltuntergangsstimmung. Voll Debris alles. Jetzt baller ich hier ein Bam-Foto durch. So muss sein. Ich verändere jetzt hier gar nichts mehr. Mache einfach mal 3-4 Fotos. Und ihr seht, wie stark der Wind ist, wenn sich die Wolken so schnell verziehen. Boah. Ein Geschenk der Natur heute. Aber das Glück ist auch mit den Tüchtigen. Und kann jetzt schauen. Wenn ich jetzt hier 3 Sekunden lang in der Theorie belichten würde, auf einer Blende 4, um das Bild korrekt zu belichten, müsste ich jetzt hier laut der App 3 Minuten und 30 Sekunden lang belichten. Wenn ich jetzt auf den 1000er ND-Filter nochmal einen 64-fachen packe. Also 3,5 Minuten und das probiere ich jetzt aus. So, jetzt kommen wir 64er drauf und dann reden wir wirklich wieder von einer Langzeitbelichtung. Starte die Aufnahme. Eine Minute ist erst rum und der Wind wird immer stärker. Jetzt zahlt es sich wieder aus, dass ich wirklich ein sehr, sehr stabiles Stativ habe. 3,30. Boom. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Was mir allerdings auffällt, ist, ich habe jetzt hier bei meinem Nisi Filterhalter für das 14 mm 2 ND-Filter hintereinander gespannt. Und ich habe hier irgendwelche Reflexionen im Objektiv, die mir nicht gefallen. Also, schöner Versuch mit den Wolkenziehern, aber niemals mit 2 ND-Filtern. Vielleicht braucht man auch 150 mm ND-Filtern mit 100ern, hat es nicht 100% hingehauen. Ich freue mich jetzt echt hier noch am Start gewesen zu sein und hier ausgeharrt zu haben, obwohl meine Füße in den Gummistiefeln echt gefroren sind.
Vergesst nicht, das Video zu liken oder schreibt einen Kommentar rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bam!